Hallihallo Leute, wir sind endlich mal wieder da mit einer weiteren Folge. Nachdem es irgendwie 4 oder 5 Tage nichts lief und dann liefen 4 Tage und dann lief gestern schon wieder nichts, kommt heute wieder eine Folge zusammen mit The Wartag. Der heute ein bisschen anders klingt, weil er direkt neben mir sitzt. Und wir haben noch einen kleinen Spezialgast für euch vorbereitet. Yay! Suki ist hier! Suki ist hier! Yay! So, wir spielen los. Achso! Sorry, Mavi! Aha, es ist alles vollgestellt! Das war ich. Hallo Fox, ich würde gerne ein paar Informationen über die kommende Veranstaltung geben. Das Fest des Wintersterns. Es ist eine Zeit für die Gemeinde, sich an all das Gute in diesem Jahr zu erinnern und zusammenzukommen. Eine beliebte Tradition ist das Wichteln, bei dem jedem in der Stadt zufällig eine andere Person zugeteilt wird. Am Tag des Festes bringt jeder ein Geschenk für seinen geheimen Freund und überrascht ihn mit etwas Besonderem. Oh, ich habe die zweite Seite nicht gelesen. Sorry, Leute. Ich hätte gerne den Brief nochmal. Ich wüsste gerne, wer mein geheimer Wichtelfreund ist. Auf jeden Fall müssen wir, damit Suki mit uns mitspielen kann, zu Robin gehen und ein Häuschen wegreißen und ihr ein neues Häuschen bauen. Ja. Das mache ich dann gleich mal. Suki, möchtest du ein Steinhaus, ein Holzhaus oder ein Lehmhaus? Also so ein Mischhaus, nicht ein Lehmhaus, sondern ein Mischhaus. Ich glaube, hier ist irgendwas kaputt. Passiert. Ich nehme ein Holzhaus. Ein Holzhaus. Dann sollst du ein Holzhaus haben. Ich glaube, das braucht 30 Holz oder so. Warum liegt dein... jetzt habe ich es. Okay. Ich muss einfach die Map neu laden. Ich überlege nur gerade, wessen Haus ich wegreiße. Guck mal unten noch, wie viel Wasser drin ist vor allem noch. Ja, das ist Franzis Haus, die wird vielleicht nochmal wiederkommen. Ich glaube, Sassi, die Wahrscheinlichkeit, dass Sassi wiederkommt, ist eher geringer. Aber guck mal, was bei Sassi noch drin ist. Mach ich. Guck mal, das kann man zum Beispiel mitnehmen. Wichtig sind vor allem. Das können wir mitnehmen. Ein Teddybär nehmen wir mit. Das nehmen wir auch. Wir können alles, was wir nicht brauchen, wir können auch den Fernseher mitnehmen, wenn du noch einen Fernseher hast. Möchtest du 2 Fernseher haben, Suppi? Klar. So, hier ist nur Standardwerkzeug drin, das brauchen wir nicht. Das können wir dann einfach weggeben. Nimm das Fenster mit. Ich habe ein anderes Fenster, oder? Doch. Ich nehme das Fenster mit. Hat Suki dir erst das Bild geschickt? Ja, Suki hat mir das Bild geschickt. Okay, dann. So. Dann auf zu Robin. Robin the People. Wegreißen könnten wir ja auch beim Zauberer, das ist immer besser, wenn man Sachen wegreißen oder verschieben will, einfach zum Zauberer gehen, wenn man... Ach nee, die Quest haben wir noch gar nicht abgeholt. Wir sind noch gar nicht so weit im Endgame. Was muss man da machen? Ich überlege gerade, was man machen muss, um in die Endgame-Quest zu kommen. Man muss einfach mit dem Zauberer reden. Nee, man muss vorher irgendwas anderes erledigt haben. Nein, man muss mit dem Zauberer anfreunden und dann muss man irgendwann mal hochgehen zu dem Gleisen. 4 Sterne mit dem Zauberer, glaube ich. Nee, ich glaube, du musst erst das Community Center fertig haben, bevor das kommt. Sicher? Ja. Hofgebäude errichten. Und jetzt sage ich, Hofgebäude zerstören. So. Machst du es gleich an die gleiche Stelle? Nö. Nö? Nö. Und zwar werde ich jetzt ein Haus verschieben und Suki darf bei dir in die Nachbarschaft ziehen. Yay! Da freut ihr euch doch bestimmt. Ich lasse Franzi zu mir ziehen. Wenn du das da unten, du kannst es jetzt gerade noch verändern, wenn es woanders hin soll. Warum? Kann ich da reingehen? Warum kann ich das Haus nicht dahin pflanzen? Weißt du, pflanz mal woanders hin. Ist da irgendwas? Kannst du mal bitte den Dings da wegnehmen? Den Dings da? Den da oben, bei mir. Den da. Versuch doch mal unten links hinzustellen, erstmal da. Das geht, ja. Okay. Aber da will ich es ja nicht haben. Ich will es ja da. Ja. Was soll ich wegnehmen? Das Einmachgefäß. Okay. Nehmen wir vielleicht beides weg. Aber warum geht das da nicht hin? Invalid Position. Vielleicht denkt ihr, dass es noch ein anderes Haus ist. Dann stelle ich das erste Mal da hin, oder? Ah, ist doch erstmal egal, wo es steht. Nimm mal da die halt links weg, die flackeln noch schnell. Komm, mach da unten die Fackel. Ah, da geht's hin. Okay. Hä? Ja, dann nimm mal den Weg weg. Vielleicht geht's dann. Ja, es darf nicht direkt davor stehen. So, und jetzt kannst du den Weg wieder hinmachen. So, und soll Sukis Haus da stehen oder möchtest du es irgendwie näher ran? Stell es genau dahin, wo genau es stand, ja. Okay. Da muss ich aber den Weg auch wegnehmen. Genau. Den Weg und die beiden Fackeln. Beide? Ja. So, Suki bekommt ein Holzhaus. Wo ist das Holzhaus? Ich kann kein Holzhaus bauen. Warum nicht? Hofgebäude errichten. Wir haben schon ein Holzhaus. Du kannst nur von jedem von eins machen. Nein, ich kann gerade gar keinen. Doch, da. Falls jetzt kann ich.
Muss jetzt einmal rausgehen. 10 Holz sogar nur. Ich hab's schon weggenommen. Ja. Genau da. So, ein Holzhaus ist gebaut. So, Hütte ist bereits vorgebaut. Deswegen gibt es keine Aufbauzeit. Ist das nicht praktisch? Ja. So, Suki, du kannst jetzt mit diesem Code kannst du jetzt in unser wunderschönes Valley kommen. In unser Dorf. Ja. In unser, sag mal, ist heute meine Kanne fertig? Weiß ich nicht. Goldgießkanne ist klar. Doppel A. Heute ist übrigens auch sehr viel Glück, also. Na Mensch, wenn Pech in der Mine ist, dann gehe ich in die Mine. Ach, bei dir ist normales Glück, weil du nicht das Glück-Dings hast. I'm not lucky. Not lucky. Ja, ich fühle mich glücklich. Dein Hintern ist nicht glücklich? Er hat gesagt, but not lucky. Also so viel Englisch kann ich noch, ja? Oh. Willkommen beim Stream. Ja. Schön, dass du da bist. Das ist wunderbar. Was ich nicht haben möchte, ist... Ein Bart. Will ich jedenfalls nicht haben. Moment, wo bist du? Du bist nicht in dem Haus. Ist sie oben im Haus? Nee, heute nicht. Aber unten im Haus war sie nicht. Sie ist noch nicht da. Sie muss jetzt ihren Charakter erstellen. Ja, aber den Charakter erstellen sieht man doch normalerweise. Für gewöhnlich, ja. Aber du bist nicht bei mir im Haus, oder? Sollte nicht sein. Das Haus sieht ziemlich groß aus, was ich gerade sehe. Bist du der Fox im Haus? So geht das, ist mein nicht. Haus. Nein, das gehört jetzt mir. Niemals. Nein, du bist nur so. Wo bist du? Gumbo! Gumbo, Scan ist da! Yay! Juhu! Hi, Scan! Ich kann nicht so schnell auf den Chat zu machen. Hallo! Du bist bei keinem Haus! ich kann auch nicht bestätigen. Vielleicht musst du nochmal raus und nochmal reingehen. Das verstehe ich nicht. Ich auch. Hast du einen Namen eingegeben? Ja. Im Chat stand, dass du da bist. Unbenannter Farmer. Suki. Ach. Scan, gut, dass du uns das sagst. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Was? Oh mein Gott. Das ist jemand. Oh mein Gott. Ich kann nichts machen. Dann musst du vielleicht nochmal neu starten. Also nochmal rausgehen, komplett das und nochmal neu reinjoinen. Schauen wir mal ganz kurz bei meinen Freunden. Leute, nicht wundern, das ist heute ein bisschen anders. Ja. Wir haben das natürlich sehr gut vorbereitet. Ja, das konnten wir nicht besser vorbereiten. Das ist in Ordnung. Man muss auch einfach mal die Klappe halten können. Irgendjemand hat hier schon wieder Crabpot rausgerissen. Das war ich nicht. Das ist bestimmt auch vom letzten Mal. Ja. Hast du die Tiere heute schon gestreichelt? Nein. Dann streichle ich heute mal die Tiere. Streichel du die Tiere. Achso, warte mal. Ich nehme mal das. Natürlich hast du das Teil selber dabei. Klar. Nein. Nein, Scan, nein. Du darfst dir selber was kochen. Suki ist gegangen. Aber du hattest ja wahrscheinlich einen Charakter. Ja, und du hast einen Namen. Ich kann keine Milch nehmen, weil du die Milchkanne hast. Ja, das ist okay. Jetzt kann man sowieso nicht mehr melken. Es ist sowieso zu spät. Nee, bis 19 Uhr geht das noch. Dann schlafen die Tiere erst. Irgendjemand hat es hier versucht zu verbergen, dass er Sachen aufgenommen hat. Sehe ich aber. Weil die leer sind. Weil die leer sind, genau. Das war bestimmt Franzi. Mhm. Wie lange streamen wir eigentlich? Naja, eine Folge geht immer 2 Tage lang. Suki ist wieder beigetreten, mal gucken. Und danach, und wir werden, denke ich mal, 2 Stunden so ungefähr, hört ja 4 Folgen, so ganz grob aufgenommen haben. Ändert sich nichts. Ich kann nicht bestätigen. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Sagt er mir nicht. Ich weiß es nicht. 2 Tage Realtime. Ja, genau. Eine Folge dauert 2 Realtime-Tage, 48 Stunden. Ja, klar. Scan hat den Überblick. Vielleicht merkt er sich, welche Spieler online sind.
Vielleicht hätten wir es im Safe-Game irgendwie löschen müssen. Nein, das ist totaler Bullshit. Hast du schon mal probiert anders? Ja. Okay. Ich habe schon meine Hütte weggerissen, weil ich nur eine da hatte. Und das geht ja genauso, als wenn du eine neue dazu baust. Und diese Hütte hier sollte unbewohnt sein. Bis auf, dass irgendjemand hier einen hat. Und hier ist auch ein neues Paket hier. Ja. Das Paket gehört jemand anderem. Ansonsten müssen wir schnell diese Folge spielen und dann müssen wir zwischen den Folgen ganz schnell. Dann gehen wir jetzt ganz schnell schlafen. Und müssen dann zwischen den Folgen ganz schnell das Spiel neu starten oder so. Kriegen wir hin. Und dann sollte das ja funktionieren. Vielleicht auch erst, wenn wir jetzt einen Tag ins Bett gegangen sind, vielleicht funktioniert es ja dann. Ja. Warum hast du echt zwei Lightning Rods? Na, weil ich die oben genommen habe. Das Problem ist, wir sind da abgemacht, schon mal eins von drei. Oh je. Das heißt, Suki muss schlafen. Das heißt. Warte mal. Suki, bist du gerade drin? Ich bin gerade wieder drin. Geh mal bitte raus, kurz. Also okay. Ins Hauptmenü von genau. Stardew Valley. Sonst können wir nämlich nicht schlafen gehen, weil da steht Waiting for Players 1 von 3. Aber ich komme nirgends mehr hin. Ich muss das Spiel wieder beenden, um rauszukommen. Ja, dann beende mal kurz das Spiel. Genau. Ja. So leid mir das auch tut für dich, aber... Wir hatten letztens auch einen tollen Bug. Wir haben versucht, mit Suki zu zweit auf ein Pferd aufzusteigen. Hat nicht funktioniert. Es endete im Chaos und in Menge Schmerzen, weil das Pferd in mich reingebackt ist. Ich gelaufen bin, aber tatsächlich das Pferd war auch offiziell... Das heißt, ich konnte in keine Häuser reingehen und das Pferd steckte in meinem Körper drin. Mein Kopf guckte so aus dem Rücken vom Pferd raus. Das nennt man einen Centaur. Naja, wenn nicht mehr der Pferdekopf ist und dann gucke ich aus also der Mitte vom Rücken raus. Das ist ein Tschernobyl-Centaur. Ich saß so da, dieser Schmerz, ich bin ein Pferd. So, Suki, neuer Tag, neues Glück, dein Häusel steht, wir haben eine Nacht drüber geschlafen. Versuch doch mal zu joinen. Ja, ich versuch's nochmal. Versuch's doch einfach nochmal. Unbekannter Farmer, unbenannter Farmer. Suki 81392 ist beigetreten. Warte mal, wir können mal ganz kurz gucken, ob Suki jetzt in ihrem Haus ist. Ich schau mal schnell. Ich gucke nicht. Das geht wieder alles kaputt, wenn ich gucke. Ich sehe immer noch keine Suki. Mein OK-Button ist auch immer noch nicht so, dass ich drücken kann. Hast du alles ausgefüllt? Hast du die aktuellste Version? Ja, wir haben ja gestern gespielt. Ja. Hab ich die aktuellste Version? Ja, muss ich ja, weil du spielst ja mit mir auch zusammen. Ich verstehe es nicht. Dann musst du uns einfach jetzt Gesellschaft leisten während dieser Folge und dann zwischen den beiden Folgen probieren wir es mal schnell aus. Ja. Okay. 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 Ich geh mal Hartholz holen. Mach das. Der Händler hat nichts. Die Iridium Milch. Oh. Und immer noch eine Eiermaschine zu wenig. Kann ich Eiermaschine bauen? Vielleicht. Eine Lesemaschine. Ja, kann ich. Aber was witzig ist, dass er deinen Namen schon abspeichert. Da steht dann nämlich Suki ist gegangen und nicht unbenannter Farmer. Ja, das bringt mir aber auch nichts. Das stimmt. Das stimmt. Wollte es halt nur mal angesprochen haben. Hast du einen Traveling Merchant? Ja, hat nichts. Keine Frucht? Nichts Vernünftiges. Ich glaube auch keine Frucht. Ich gehe gleich nochmal zurück, geh vorbei. Ist jetzt eigentlich noch der... Nee, der Wintermarkt ist rum. Okay. Es waren nur 3 Tage. Moment, wo geht's hier hoch? Bin ich gerade zu blöd? Ja, wahrscheinlich. Danach geht's rum. Ich will auch mal antworten? Nein. Er ist ein verzauberter Wald, der erinnert den Weg ständig. Aber nein, ich habe keine Baumfrucht gesehen, aber ich gucke sicherheitshalber nochmal. So dumm. Nein, eine Tulpe ist keine Baumfrucht, eine Batterie nicht, ein Hummer nicht, ein Riffbarsch nicht, der Höhlenbarren nicht und Höhlenkarotten auch nicht, der Goldbarren, der Höhlenkarotten nicht, die Feenrose, rote Beete, noch eine Höhlenkarotte und ein roter Sessel wächst, glaube ich, auch nicht auf Bäumen. Normalerweise nicht, nein. Ja. Ha, er traut sich doch was zu sagen. Habt ihr es gehört, Leute? Ja. Habt ihr ihn leise im Hintergrund gehört? Wahrscheinlich. Hört ihr den Scan-Tracks husten?
Mach nicht. Was mache ich heute eigentlich? Was ist eigentlich mein Plan? Ich weiß es nicht. Du kannst die Fischpots lernen. Ich kann die Fischpots lernen. Ich gehe mal die Fischpots lernen. Okay, wir nehmen Wetten an, wie die Fischpots von Fox aufgesammelt werden. Die Wetten gelten bis 3, 2, 1, 12. Jetzt. Tja Leute, wenn ihr jetzt erst in die Kommentare schreibt, ist leider zu spät und ihr seid leider aus dem Gewinnspiel raus. Das tut mir ganz doll leid. Oh, wir können was gewinnen. Das hätte ich vielleicht eher sagen sollen. Ne? Tja, Pech Leute. Zu spät. Tja, passiert. Eben. Ich habe es eigentlich auch geschafft, Level 7 Mining zu kommen. Du cheatest? Und das ist nicht erst passiert bei uns da. Auf unserem privaten Spielstand bezogen. Dass du gecheatet hast? Naja, wir hatten die Cutscene, wo wir den Skeleton Key kriegen. Ja. Und die hab ja nur ich gekriegt, weil ja. Ich der Host bin. Der Host. Und Suki nicht. Und Suki hat währenddessen Sachen geerntet. Und während der Cutscene habe ich auch Erfahrungspunkte fürs Ernten gekriegt. Läuft. Obwohl ich nur da stand und mit Gunther geredet habe. Tja. Die Frage ist, ist dann für dich jetzt zum Beispiel auch die... Weil ich habe ja nur den Schlüssel für den Skeleton Key. Ist die Skull Cavern für dich jetzt auch offen? Ja, ich habe ihn auch. Ach so, du hast nur einer hat die Cutscene bekommen. Genau. Martin, den hier hast du übrigens nicht neu ausgepackt. Doch, müsste ich eigentlich. Der ist leer. Okay, werde ich nachher mal reingehen. Ich habe bisher noch keinen hochgehoben. Wer es mir nicht glaubt, schaut auf YouTube nach, Leute. Also wenn ihr das jetzt seid, hier wahrscheinlich auf YouTube. Das ist in Ordnung. Schaut nochmal nach. Spult zurück. Schaut den gleichen Clip nochmal. Okay. So wie den Augenkrebs-Clip, als ich letztens Isaac gespielt habe, ne? Oh Gott, ja. Was hast du eingesammelt? So riesige Tränen und dann Laser. Ich hatte Laser, Scaling-Laser. Habe ich halt als Mod installiert, dadurch sind die Laser größer. Da hatte ich doch Tech. Ach so. Und dann hatte ich Ludovico. Es war zumindest groß und aus deinem Auge weh. Well. Ja, möchtest du was sagen? Lieber nicht. So, alle Recycler sind am Recyceln. Ja, wir haben noch trotzdem noch eine Menge Müll. Eben, wir brauchen mehr Recycler. Treibholz. Das passt schon. Wenn wir heute Abend noch eine Runde ansetzen, dann geht das. Setzt du heute Abend noch eine Runde an. Ich sortiere mal ein bisschen aus hier. Gold, Kupfer, verfeinerter Quarz. Den Rest darfst du behalten. Dankeschön. Oh. Hast du die Kohle mitgenommen? Ich glaube ja. Ja, habe ich. Okay. Ich habe dir nur das Wertvolle rausgenommen. Na dann. Jesse hat einen Screenshot gemacht. Hättest du die Fackel machen können noch? Sagt mein Snapchat. Ja, die hätte ich noch mitnehmen können. Die kann ich auch hier irgendwo reinpacken. Das ist in Ordnung. Na egal. So. Naturgüter. Mhm. Dieses Naturgut sollte aber nicht hier rein, weil das ein Eisenerz ist. Dieses Naturgut sollte da oben rein. Es ist lustig, jetzt auf dem Bildschirm gucken zu können und dich in Echtzeit rumlaufen zu sehen. Weil sonst, wenn ich den Stream offen habe, sehe ich dich ja nicht in Echtzeit. Nee. Sondern immer nur verzögert. In Verkehrszeit. Und einfach, weil ich gerade noch Zeit habe. Das ist ja so ganz oft. Alles sortiert, ne? Ja. Schlimm, oder? Das ist richtig schlimm. Alles hat ein System und alles hat seinen Platz. Ich will auch nicht dahin diskutieren. Der Wartrag am Verzweifeln. Es reichen ja auch zwei Kisten dafür. Für was? Wir haben 240 Golderz. Naja, das musst du durch 5 teilen, du. Das ist gar nicht so viel. Das sind gerade mal 60 Gold. Wenn du das durch 4 teilst, ist das gerade mal 15 Iridium. Wenn wir das schon hätten. Nee, du könntest mal Mining auf 15 bringen. Das stimmt.
Mining, Stein und Eisen bricht. Wo ist das? Ich brauche noch Mohn und Trüffel. Ja, Trüffel kriegen wir das nächste Jahr. Genau. Wir haben eigentlich genug Geld, wir könnten uns eigentlich ein Schwein kaufen. Hallo Suki, Suki ist im Chat. Hallo Suki, was machst du im Chat? Hallo. Hallo. Ich guck den Stream. Ah, okay. Ja. Mit verzögertem Commentary, beziehungsweise der Stream ist verzögert zum Commentary. Das Witzige ist, dass das Commentary, wenn du den Stream anschaltest, dann hast du dein eigenes verzögertes Commentary noch dabei. Ja, super. Das ist doch super, dann hörst du dich selbst. Wusstest du, dass man mit der UI Infomod auch unterwegs auf das Billboard gucken kann? Ja, ich habe es auch ausgestellt, aber Kalender auch, ja. Und dass man auf der Farm auch Sachen annehmen kann? So, der hier war das, ne? Ja, ja, ich weiß. Aber das, ja, ja, aber das nervt mich irgendwie, das habe ich ausgemacht. Das finde ich dann zu easy. Weil das nimmt den kompletten Sinn. Was sind die meisten Sachen? Sind halt Infos, die halt zusätzlich sind. Aber das nimmt dann halt wirklich sämtlichen Sinn aus dem, aus dem Billboard in der Stadt. Man kann sich das später ja kaufen. Wo haben wir eigentlich Mixed Seeds drin da? Die packe ich von da mal weg und packe sie in die Winterkiste mit rein, weil da eh nicht viel drin ist und da kommt kein Hund rein. Okay. So, der Hut, den packe ich erstmal da mit rein. So, Abnehmmüll und Zeitung immer noch. So. Guck mal, das ganze Müll schon wieder recycelt. Sehr gut. Ach Gott, ich brauche mal eine Landkarte, um sie mal informieren. In meiner Tür in meinem Bett zu finden. Ich gehe mal ins Bett. Haben wir was verkauft? Haben wir in der Tat. Okay. Diverse Sachen. Sammeln hat ganz schön viel was gebracht. Da hast du wohl einen Haufen reingehauen, ne? Ja, ja. Anderes. Die Weißalge. Ja, die brauchen wir nicht lagern. Nee. Und Entenei und Mayonnaise. Habe ich auch reingeschmissen. Entenei. So, Leute. Das war's dann auch schon für diese Folge. In der nächsten Folge hoffentlich dann mit Suki. Way! Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao.